Wie ihr vielleicht wisst oder davon gehört habt, machen ein AMDs Ryzen CPUs die Arbeitsspeicherwahl nicht gerade leicht, da es auch heute noch viele Kompatibilität und Stabilitätsprobleme auf dieser neuen Plattform gibt, auch mit sogenannten Ryzen RAM Kits, die voll kompatibel sein sollen. Vor kurzem bin ich jedoch auf eine Lösung gestoßen, um diese Speicherprobleme zu beheben. Mit mehreren RAM Kits hat's bei mir zumindest geklappt, obwohl diese Methode wohl nicht mit jedem Kit da draußen funktionieren wird. Außerdem kommt's auch ganz aufs Mainboard sowie die BIOS-Version des Boards an. Aber zumindest könnt ihr es mal versuchen, solltet ihr Schwierigkeiten haben, euer Ryzen-System mit höherem RAM-Takt zum Booten zu bekommen. Normalerweise, wenn euer System versagt, den RAM-Takt zu halten, wird dieser meist auf irgendwas wie 2133 oder 2400 MHz je nach Kit zurückgestellt. Also versuchen wir aufs Ganze zu gehen. Ich lade einmal das XMP-Profil, was in dem Fall 2666 MHz wären. Die Speicherspannung wird automatisch auf 1,2 Volt eingestellt. Als nächstes müssen wir etwas in der Richtung DRAM-Boot-Voltage finden oder sowas ähnliches. Nicht jedes Board oder BIOS verfügt über diese Funktion. Wenn ihr sie habt, super. Mit diesem Asus Crosshair 6 Hero habe ich die DRAM Boot Voltage unter den DigiPlus Power Einstellungen gefunden. Diese Funktion sorgt im Grunde genommen dafür, dass euer RAM mit einer bestimmten Spannung während des Bootvorgangs betrieben wird, um so für Stabilität zu sorgen. Sollte euer Arbeitsspeicherkit nicht mit dem vorgesehenen Takt booten, bei einem 1,2 Volt Kit versucht zuerst 1,3 Volt und bootet das Ding immer noch nicht, erhöht in kleinen Schritten die 1,31, dann 1,32, 1,35 und so weiter, bis ihr halt die 1,4 Volt erreicht. Bei einem 1,35 Volt Kit könnt ihr eigentlich gleich die 1,4 Volt ansteuern und testen, ob stabil läuft. Höher als 1,4 Volt würde ich allerdings nicht gehen, um nicht das Risiko einzugehen, den Speicher eventuell zu beschädigen, obwohl hier einige sagen, 1,5 Volt seien das absolute Maximum. Ich würde davon aber lieber die Finger lassen. Dann speichert die Einstellungen. Solltet ihr nach wie vor Probleme haben, ein weiterer Trick, um den RAM auf die Sprünge zu helfen, wäre allgemein die DRAM-Spannung anzuheben. Bei einem 1,2 Volt Kit versucht etwas wie 1,25 oder 1,3 Volt, vielleicht sogar 1,35. Habt ihr Pech gehabt und eure Ryzen-Plattform hasst scheinbar euren RAM, gibt es immer noch die Option, die Speicherfrequenz etwas runterzustellen. Statt den vorgesehenen 2666 MHz wie in meinem Fall, versucht 2400. Wenn gar nichts geht, könntet ihr noch versuchen, die Timings etwas zu lockern, was bei mir aber kaum etwas bewirkt hat. Also wie ihr sehen könnt, konnte ich vor meiner Lösung, wenn man es so nennen kann, mein Apicer Panther Kit auf nur 2133 MHz betreiben. Jetzt geht's auch auf 2400 sowohl als auch 2666 MHz. Jedoch wird nicht jedes Mal erfolgreich gebootet, also wirklich stabil würde ich das trotzdem nicht nennen. Als nächstes, G-Skill hat ja deren Flare X Arbeitsspeicher draußen, der mit Ryzen kompatibel sein soll, 3200 MHz. Nur bootet das Kit nicht mit allen Systemen bei einem Takt von 3200 MHz. Ladet nochmals das XMP-Profil, mit meinem Kit wird so die Frequenz auf 3200 MHz bei 1,35 Volt eingestellt. Als DRAM-Boot-Voltage nehme ich die 1,4 Volt und mein Flare X-Kit läuft nun zu 100% stabil mit vorgesehenem Takt von 3200 MHz. Einige unter euch werden nun mehr Glück haben, andere wiederum weniger mit den verschiedenen Speicherkonfigurationen. Zumindest lohnt es sich, das Ganze einmal auszuprobieren. Lasst mich wissen, mit welchen Einstellungen ihr euren RAM zum Booten bringen konntet und welches Kit ihr nutzt. Ich hoffe, dieses Video konnte einigen von euch behilflich sein. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.